Heute ist wieder ein ganz schöner Tag. Ich habe mir überlegt, morgen kommt bei uns im Ort die Müllabfuhr und holt den Restmüll ab. Ich werde heute schauen, was alles mit dem Mehltau behaftet ist. Werde es abschneiden, in den Müllbeutel reinpacken und morgen zur Mülltonne dazustellen. Hier sind wir beim Spaghetti-Kürbis. Spaghetti-Kürbis hat jede Menge Mehltau, aber auch gleich die Braunfäule. Das letzte Stück am Ende, der letzte Meter würde ja noch gehen. Aber macht das Sinn? Ich werde mal anfangen, die Kürbisse zu ernten. Ich konnte 3 Kürbisse ernten. Der letzte, der kleine, der ist hier am Stiel schon angefault. Ist relativ matschig. Also raus mit der Pflanze. Die Einlegegurken habe ich schon vor ein paar Tagen weggemacht. Sie haben keine Frucht mehr getragen. Der Hokkaido-Kürbis fängt auch an, Blätter zu verlieren durch die Braunfäule. Aber er hat noch viel Grün, deshalb darf er noch bleiben. Die Stiele von den Kürbissen selber sind noch nicht ausgetrocknet. Sie brauchen noch 1-2 Wochen, dass man sie ernten kann. So lange lasse ich die Pflanze auf jeden Fall hier stehen. Das Gleiche betrifft den Butternut-Kürbis. Solange er aber noch viele Früchte dran hat, die noch nicht ausgereift sind, lasse ich den auch noch stehen. Alle 4 Zucchinis tragen noch Früchte, haben aber den Mehltau an fast jedem Blatt. Alle 4 Zucchinis tragen noch Früchte. Der hier zum Beispiel, ja, die anderen auch. Sind aber auch schon vom Mehltau befallen. Ich werde mal die Blätter, die Mehltau haben und die Braunfäule, so wie das hier, werde ich alle mal wegschneiden. Sind eben fast alle unten rum.
Jetzt habe ich schon wieder mein Mikrofon verloren. Gut, dass ich es gemerkt habe. Sonst hätte ich wieder eine Stunde suchen müssen oder eine halbe Stunde. Da ist eine, die wird nichts mehr. Da kommen noch zwei, drei und der große ist auch noch dran. Ja, nicht vielleicht nicht so weit, aber vielleicht lass es mal in die Richtung marschieren. Dann gehen wir zur nächsten rüber. Ein paar verkümmerte Zucchini sind natürlich auch dran. Die machen wir gleich weg. Bei der Pflanze hat der Stiel auch Mehltau, ist also ganz weiß. In der unteren Hälfte etwa, ja. Ich werde schauen, dass ich die größeren noch abernten kann. Wir haben aber Ende August und irgendwann ist die Zeit der Zucchini zu Ende. So, jetzt mache ich mal schnell die andere noch weiter. So, die Blätter, die am meisten mit Mehltau befallen sind, die habe ich abgeschnitten und im Müllbeutel schon eingepackt, damit keine Sporen hier verloren gehen. Jetzt schauen sie aus wie geschorene Schafe und ich hoffe, dass die paar Blätter, die ich dran lassen habe, reichen, um die Früchte, die noch dran sind, ausreifen zu lassen. Ganz ohne Mehltau sind die natürlich auch nicht. Da ist sogar eins, was noch mehrere Mehltau dran hat. Die mache ich auch gleich noch weg, hilft nichts. Aber der Wind verbreitet nicht mehr so viel von den Sporen. Hier im Tomatenhaus schaut es, was Mehltau betrifft, am schlimmsten aus. Viele Pflanzen sind betroffen. Sie haben nicht nur den Mehltau, man sieht auch im Untergrund, wie die Braunfäule die Blätter auflöst. Leider sind viele Pflanzen von der Braunfäule und
vom Mehltau stark befallen. Ich habe mal angefangen, einzelne Blätter abzuschneiden. Aber das bringt nicht viel. Na, hier ist ein Gürkchen. Das wird nicht mehr kommen. Das Einzige, wo es noch am grünsten ohne Mehltau ist, ist ganz oben unter dem Dach. Allerdings, wie ihr seht, wo die Blätter an der Folie anstoßen, da tropft das Wasser runter. Das kommt daher, weil hier in der Mitte eine durchgehende Folie von oben bis unten ist und keine Luftzirkulation. Luftzirkulation ist nur im rechten Bereich oder im ganz hinteren Bereich, aber hier im mittleren Bereich nicht. Das muss ich unbedingt abändern. Das ist Winterarbeit. Na, weiß nicht, ob man sieht, die ganze Hand ist voller Mehltau. Die Früchte selber sind nicht betroffen. Die, wenn gewaschen werden, kann man trotzdem weiter essen. Ich werde mal eine Schüssel holen zum Ernten und dann hauen wir die schlechten Pflanzen alle raus. Vier Pflanzen musste ich ganz herausnehmen. Da war kein Blatt dran, was nicht mit Mehltau behaftet war. Die beiden letzten Pflanzen, das ist diese Arola. Und hier unten, das sollte oder müsste eine Tanja sein. Ist minimal mit Mehltau behaftet. Bekommt aber auch schon jetzt ganz leicht die Braunfäule. Ich lasse aber beide drin. Normal könnte ich die rausschmeißen. Es hängen da nur zwei Gürkchen dran. Drei Gürkchen. Aber ich denke, wenn zwei Pflanzen in Gesellschaft sind, vertragen sie sich besser oder halten vielleicht länger durch, wie wenn ich eine alleine drin lasse. Das ist übrigens bis jetzt die größte Gurke, die ich habe. Sie ist im Wachstum stehen geblieben, bei 52, 53 cm ungefähr. Wird jetzt langsam gelb, also ist nicht zum Verzehr gedacht, sondern ich nehme die Samenkörnchen hier raus. Die Arola hat minimal Braunfäule, hat gar kein Mehltau drauf. Das hat wahrscheinlich mit dem zu tun, weil hier hinten die Folie nach oben geklappt ist, dass die Luftzirkulation besser ist. Aber auch hier oben und am Dach, wo die Pflanzen an der Decke anstehen, da tropft es noch runter. Da sammelt sich die Feuchtigkeit. Aber sie hat noch Blüten dran und hat noch größere Früchte dran. Die werde ich also nächstes Jahr als Hauptgurke drin haben. Drei von denen und sonst keine weitere Pflanze. Das reicht nicht nur für mich, sondern auch wird auch wieder was übrig bleiben für die Tafel. Wie ich die Samen von dieser Gurke ernte, zeige ich euch in einem anderen Video. Weil theoretisch kommen die Körnchen raus, werden gewaschen und getrocknet. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ja, ich denke, das seht ihr vielleicht im nächsten Video schon. Diese Folie hier in der Mitte ist fest
da zirkuliert die Luft nicht so durch. Das wird hier auch der Grund sein, weshalb hier die meisten Pflanzen mit Mehltau gestanden sind. Ich werde das nächstes Jahr abändern, dass man alle drei Seiten nach oben machen kann, dass die komplette Wand zu öffnen ist. Die Wand drüben bei den Tomaten das gleiche. Die linke Folie und die rechte Folie kann man auch nach oben klappen. Ich habe es bis jetzt noch nicht gebraucht. Ich werde es aber nächstes Jahr auch mal, gerade in der Hitze, wo wir haben, aufmachen, damit die Pflanzen schneller abtrocknen können. Die Tomaten haben auch kaum noch grüne Blätter. Die Braunfäule hier ist auch schon fortgeschritten. Aber da das eine Naschtomate ist, die Black Cherry, lasse ich sie hier einfach an der Pflanze ausreifen. Hier am Hochbeet Nummer 1 habe ich ja den Versuch gemacht, mit so einem Vogelschutznetz abzudecken, dass keine Kohlweißlinge hier auf den Grünkohl kommen. Das bringt es nichts. Auch wenn die Maschen so klein sind, dass ich gerade mit dem kleinen Finger reinkomme. Der Kohlweißling kommt hier rein. Ich habe schon mehrere wieder rausholen müssen. Entweder Kulturnetze, die ganz engmaschig sind, oder ich schaue mal bis nächstes Jahr, ob es so ein Netz gibt, was noch engmaschiger ist. Finger kommt durch, Kohlweißling kommt durch. Für die Katzen im Frühjahr, bis das Saatgut aufgeht, ist es ein guter Schutz. Die gehen dann nicht auf die Beete. Aber für Kohlweißlinge oder andere Insekten hilft es nichts. Jetzt ist die Zeit der Herbsthimbeeren. Leider habe ich nur einen Strauch. Aber ich überlege mir, ob ich da nicht noch ein paar mehrere anpflanze nächstes Jahr. So ein Himbeerchen. Und gut sind sie auch noch. Und auch die kleinen Wildbienen und die kleinen Hummeln sind wieder da, wenn die Himbeeren blühen.